Was ist denn Packard? Wie wird denn das geschrieben? P-A-C-K-A-R-D. Nochmal, P-A? E-K? P-A-R-D. Ja, mit ARD brauchst du mir nicht kommen, ja? Ja, das ist aber so. Ja, aber ARD ist ja jetzt, die haben mich ja quasi durch den Kakao gezogen. Hast du es gesehen? Nee, leider nicht. Ja, plus minus. Hast du nicht gesehen? Nee. Ist ja auch ein Schund, ja? Muss man auch nicht angucken, ja? Richtig. Ist ja, ja, ist Schund. Oh! So, und jetzt Achtung. Hallo? Ja. Wer ist denn da? Anita. Anita, guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Sie sind zu so später Stunde noch vorm Fernseher? Ja. Ich bin begeistert. Ich auch. So, meine Liebe, wie geht es Ihnen? Haben Sie schon gerade gefragt. Ach so, gut, haben Sie gesagt. Ja. Noch eine Frage. Haben wir uns schon mal gesehen irgendwo? Nein. Gesehen bestimmt nicht. Nee, aber Sie mich irgendwo schon mal, also im Fernsehen. Nein, im Fernsehen, im Fernsehen, ja. Immer mal wieder. Und schon öfter bei Ihnen gewonnen. Ach ja, haben Sie am Dienstag plus minus gesehen? Nein. Ja. Gucken Sie manchmal die ARD? Ja, natürlich. So, ja. Und manchmal auch plus minus? Ja, natürlich. Den Bericht? Aber diesmal nicht. Ja. Plus minus ist ja vom Bericht her, die sind ja schon so sehr... Ja, ich habe eben schon mitbekommen, dass die durch den Kakao gezogen wurden. Ja, in der ARD. Ja. Die haben mich nämlich als Bescheißer, die haben mich quasi als Bescheißer dargestellt. Dass ich also hier die Zuschauer bescheiße. Inwiefern? Naja, dass ich also den Zuschauern weismache, dass man hier durchkommen kann, aber es kommt gar keiner durch. So ungefähr. Nee, das stimmt so nicht ganz. Ja, das kann man ja bei Ihnen sehen. Trotzdem werde ich mir ein T-Shirt machen, wo drauf steht, der Bescheißer. Nee, das würde ich nicht machen. Wieso nicht? Das ist kein schöner Ausdruck. Haben Sie vielleicht einen besseren? Vielleicht der Schummler. Der Betrüger. Naja, der Betrüger. Der ist doch schöner als das Wort, was Sie wählten. Ach so, dann würde ich Sie übernehmen, der Schummler. Ja, das ist auch sehr schön. Der Schummler ist vielleicht auch ganz... ARD, ja. Schreibe ich dann unten, schreibt der Schummler und unten in Klammern ARD plus minus. Ja, ich weiß nicht, da machen Sie ja Werbung dafür, diese Sendung. Ach so, da haben Sie auch wieder recht jetzt. Aber wieso nicht? Ja, plus nein, minus ist Sie ja... Nein, also schon wütend darauf überhaupt sind... Überhaupt nicht. Ach, nein. Plus ja, minus ist doch... Ja, oder sagen wir so, dass das nicht den Kern der Sache getroffen hat. Ja, aber das müssen wir... die Redakteure sind noch sehr jung und unerfahren bei plus minus. Das muss man vielleicht dazu sagen. Die ARD hat natürlich nicht jetzt so die Vollprofis da, die dafür die arbeiten. Und warum bewerben Sie sich da nicht? Ist richtig. Also Sie meinen als Moderator? Ja, natürlich. Ja. Ja, da, Sie sagen doch, Sie sind der Superman. Na, ja, eigentlich schon. Man müsste mal die ARD anrufen und fragen, ob Sie nicht nach Moderatoren brauchen. So, ob Sie nicht den Schummler von Deutschland irgendwie einstellen wollen. Ja. Ja. Das wäre so, doch was. Jetzt passen Sie auf. Sie haben noch eine Lösung. Ja. Ja? Welche hätten Sie denn da? Jetzt haben wir so lange gequatscht. Ja. Sind Sie ganz durcheinander gekommen? Ja. Ich sag jetzt einfach mal Boot mit 2 O. Richtig. Sie haben gewonnen. Wissen Sie, und das ist mein Tag. Das ist absolut Ihr Tag. 110 Euro für Sie. Danke. Wissen Sie, ich hatte noch Boss, also der Chef, ja. Boss und Bonn, die Stadt. Problem ja, ist jetzt... Ja, da haben Sie ja letztes Mal mit geholfen mit Bonn. Richtig. Das Problem ist jetzt nur, das geht jetzt nicht mehr, weil Boot da jetzt steht. Ja. Ne? Also meine Lösung geht jetzt durch Ihre Lösung nicht mehr. Trotzdem haben Sie gewonnen. 110 Euro, bleiben Sie am Telefon. Geld ist am Montag da. Ja. Neuen Live, dem Sender, dem Sie vertrauen können, meine sehr verehrten Damen und Herren.